Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Splatoon. Mein Name ist Lockerzeit und letzte Folge haben wir eben wieder zwei Missionen gemacht. Oder habe ich ein bisschen online gemacht? Ich weiß es nicht. Und zu beiden. Und diese Folge sollte, glaube ich, da hinaufgehen. Und mir fehlen noch zwei, also zwei, wie nennt man das? Maps? Missionen, genau. Die ich noch finden muss. Eine davon ist hier. Das ist die Nummer 8. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Habe ich 7 schon? Ja, habe ich schon. Damit ist die Nummer 8 tatsächlich das nächste. Fangen wir. Und da hat man einen guten Überblick über das Ganze. Die Umwelt gefällt mir. Nur weiß ich nicht, wo sie Nummer 9 befindet. Aber das werden wir später noch herausfinden, denn zuerst kommt 8. Auch Octoling-Hinterhalt in der... Was? Tümmler-Kuppel. Hinterhalt? Ah, ah. Hinterhalt. Das kann böse ausgehen. Hey, vielleicht stirb ich ein paar Mal. Okay, die Musik ist mal brutal. Hinterhalt. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Da hinten. Ah, ah, ich sehe ihn. Vermute. Octolinge. Oh, Moment. Wir fighten sozusagen. Oh, das ist interessant. Okay. Einen habe ich mal. Wenn es mehr sind, dann ist es auch okay. Aber im Prinzip muss ich dann wie ein Killer von Turf War umgehen. Ja. Und dann mache ich das schon. Boah. Okay. Ist okay. Sehr interessant. Hey, ein Checkpoint. Wow, schadet nicht. Und anscheinend. Die Powerperle zeigen mir den Weg. Ah, okay, das ist gut. Dann gehen wir mal. So, die Frage ist jetzt nur, wenn mir die Powerperlen den Weg zeigen, wo ist dann die verdammte Schriftrolle? Weil, die will ich ja haben. Ist klar, oder? Oh. Da ist was. Na? Schade. Nicht wirklich. Höchst interessant. Ich höre etwas. Ah, hallo. Na, wer da jetzt abgegangen und wer hingekriegt. Oh, und da ist die Schriftrolle. Nice. Okay, ich hab's einmal. Okay, einer weg. Ein Gegner. Wow, noch einer. Elektrowelt ist in der Nähe, das ist gut. Nice. Die hören schon. Ja, da oben ist er. Kann ich? Na, direkt ist immer noch ein bisschen schwer. Ah. Das Ding funktioniert ja. Ah, Elektrowall ist gesichert. Schriftrolle habe ich auch. Da liegen zwar noch ein paar Perlen herum, aber das ist mir egal. Also Powerperlen. Denn wir haben gesiegt. Nice. Nice. Das war eine lustige Mission. Das soll mir gefallen. Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies von Octolangelo. Der Octolangelo. So, so. Wie schön. Ach. Na, gefällt mir. Was steht da auf der linken Seite? Das interessiert mich. Könnte es jemand übersetzen oder so? Wäre sehr cool. Wisst ihr, da unten ist ein Kommentarbereich. Einfach Copy-Paste, wenn ihr was findet.
Ja, das war's, Captain Cuttlefish. Ist okay. So, die größere Frage ist, wo ist die letzte Mission? Ich muss drauf. Okay. Ist das? Ich fahre aber mal alles eng, was da zu finden ist, und vielleicht finde ich es ja. So ganz nebenbei. Also da oben ist eine Mission. Aber die haben wir schon. Ah, da ist. Da waren wir auch schon. Das ist die Mitte. Also da ist der Boss. Ah, wisst ihr was? Ich schaue mir mal vom Boss aus. Vielleicht finde ich ja da. Das Ding. Hallo. Okay. Wenn das so ist, dann gehen wir da hinauf. Okay, geschafft. Unbekanntes Flugobjekt über Inkopolis. Moment, wo ist das eine Flugobjekt da drüben? Ja, sieht man es nicht. Da. Ich zeig gerade direkt hinauf. Interessant. Weil, laut meinem Gamepad ist das ein Boss. Aber schauen wir mal. Mein Gamepad, sag viel Sachen. Ich hätte Sachen aufwerten sollen. Ah, egal. Schaffe ich schon irgendwie. Oh, Flugobjekt. Hallo. Hey, und der Zeppelin ist auch noch da. Sehr schön. Wow, ein Tinferno-Bomber. Oh, what the heck? Okay, das wird gefährlich. Ah, übrigens, soweit ich weiß, gibt es auch ein, wenn ich das. Ah, damit du mich nicht mehr sieht. Interessant. Moment, ist das die. Ja, das ist die. Dingsmission. Also die Tutorial-Mission. Lass sie Tente schmecken. Ja, Deckung. Er macht immer genau auf meine Position. Und die Waffe gibt es, glaube ich, auch im Multiplayer-Modus. So hätte ich was. Ja, versteckte Gegner. Hey, da ist einer. Oh, und Tinte. Fahr mal einer. Ist da oben etwas? Na. Schade. Zu wenig Tinte. Wow. Okay, es hätte mich fast etwas umgebracht, aber ich hab's noch überlegt. Gut, Checkpoint. Und wo zum Teufel ist die Schriftrolle? Mal suchen. Also so, ganz auf die Schnelle. Oh, Tinte neben meiner Position. Ist nicht sehr schön. Vielleicht sollte ich aber den Gegner da loswerden. Zuallererst. Ja, vielleicht da Idee. Oh. Nein, ich sehe einfach nur. Ja, das schaut auch schön aus. Na gut, gehen wir weiter. Aua, was sind wir jetzt? Boah, wie habe ich das überlebt? Und warum sind da so viele Gegner? Okay, ich muss da mehr Gebiet einnehmen, weil. So habe ich wenig Reichweite. Außerdem brauche ich mehr Tinte. Oh, okay. Wir leben noch. Ne?
Oh wait, geschafft. Oh, this one nice. Okay, geschafft. Hey, und du? Du hast mich die ganze Zeit bombardiert. Letzter Checkpoint? Okay. Aha, das da drinnen ist also ganz böse, das soll ich nicht lang. Okay, wechseln wir mal. Hoffen wir aufs Beste. Die Gegner spawnen auch die ganze Zeit. Bisschen noch. Jawohl. Okay, war easy. Elektrowels Ahoi. Moment. Das heißt zwar Elektrowels Ahoi, aber wo zum Ding ist meine Schriftrolle? Das ist ärgerlich. Na gut, aber wir haben zumindest den Elektrowels gefangen und zurückgebracht. Und ja, Schriftrolle. Muss ich noch suchen. Und dann vielleicht noch Boss, hä? Du hast nun genug Elektrowölse. Ei, auf zum Bosskesselportal. Nachdem du eine Schriftrolle gefunden hast. Aber zuallererst rüst dich mal Sachen auf. Also, zuerst der Tintank. Nice. Und dann, ja, warum nicht? Feuergeschwindigkeit. Schadet nur. Von Bomben heute nämlich nicht allzu viel, also ja, warte mit die Bomben ab, bist du noch. Und ich habe nur noch 6 Punkte, also passt schon. Passt. Okay, schauen wir mal, ob ich nicht das Ding noch finde. Ah, da war's! Interessant! Ha, na gut, geschafft. Oh, wow! Okay, alles geholt und was steht da? Manche Octarianer können ebenfalls eine humanoide Form annehmen. Ja, habe ich schon gesehen, war sehr interessant. Sie sind sehr beweglich und außergewöhnlich aggressiv. Höherrangige Individuen tragen Algen auf dem Kopf. Aber wie denken sie? Oder denken sie überhaupt? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie auch Spaß im Sinn oder so. So wie wir. Na gut, auf jeden Fall war das noch nicht das Ende der Folge. Denn, ja, ich möchte gerne noch Welt 2 abschließen. Also, ich bezeichne das mal als Welt 2. Und, ja, schnappen wir uns den Boss, oder? Austritt des Octokickers. Ah, also Auftritt eigentlich. Aber okay. Schauen wir mal. Wird schon möglich sein. Ah, und heute haben wir Orange. Nice. Okay, wie schaut die Umwelt aus? Ja, ganz dezent. Na gut, los geht's. Man muss so viel einfärben wie möglich am Start des Kampfes. Ich glaube, das ist nie eine schlechte Idee. Okay, hallo? Okay, wie funktionierst du? Ah, Moment. Zerstöre die Mitte, das war's. Ah, und dann muss ich da hinauf. Ah, verstehe schon. Wimmer. Aha. Dann da hinauf und da drauf. Ja. Okay, ja, easy enough. Ja, das war gut. Dann wäre er böse. Oi, oi, oi.
Boah, Ding höher jetzt. Okay. Na gut, aber Checkpoint Schaden nie. Das ist gut. Nur seine Bällchen gefallen mir nicht. Wow. Ah, da Füßchen. Nice. Ich glaube, wir haben an der Hinterseite auch noch etwas. Ja, da an der Hinterseite. Okay, wie kann ich an dem vorbei? Ah! Oder hat es jetzt einfach nur regeneriert? Boah. Okay, ich glaube, ich habe ihn. Da hinauf. Jawohl. Das war Nummer 2. Wow. Okay. Das ist nicht sehr schön, wie der dieses Feld einführt. Das sollte er am besten lassen. Gott. 1, 2, 3, wahrscheinlich 4. Okay, Checkpoint. Da habe ich ja wenigstens ein bisschen Deckung. Das muss ich nutzen mal. Wie was existiert überhaupt Deckung? Dass man springen kann. Octo-Kicker. Geiler Name. Ah, alles vernichtet. Okay. Ich glaube, das wäre dann Treffer Nummer 3, was die heilige Zahl von allen Videospielgegnern ist. Schaut gut aus. Yay, er ist explodiert. Und alles ist gelb oder orange und yay. Okay, das war easy. Und ich bin niemals gestorben. Und was ist da los? Was ist hier passiert? Das sind seine Schuhe. Oder so. Cool. Na gut, ich hol mir mal meine Schriftrolle. Und das zeig, weil es gibt doch 10 oder so. Ich weiß nicht. Und damit haben wir den nächsten Elektrowels. Nice. Kuttelfisch, was? Da stimmt wieder was mit der Funkverbindung nicht. Ah, nun ja, wen kümmert's? Nummer 3, exzellente Arbeit, weiter so. Danke. Vielen, vielen Dank. Okay, Austritt? Ja. Was ist das? Anti-Octo-Prototypen. Oh, das sind multiple Sachen. Und ist das... Moment. Ah, das ist die letzte Seite. Verstehe schon. Was, es gibt 27 normale Missionen und 6 oder 5 Bosse. Weil da bin ich mir selbst noch nicht ganz sicher. Aber... Soweit ich das gerade sehe, sind es eher 6. Na gut, ja, das passt schon. Ah, das war überhaupt auf einer. Auf einem Polster. Zumindest schaut es aus. Na gut. Oh, das ist nicht gut, Captain. Aber, ja, da geht's zum nächsten Level. Gespeichert, nice. Und da, die nächste Zone wäre hier. Ja, schaut ganz hübsch aus, oder? Gut, aber ich bedanke mich damit bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Splatoon. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mir natürlich sehr über ein Like freuen. Es hilft wirklich sehr, sehr viel. Und ja, vielleicht auch auf Facebook teilen, also wäre glaube ich auch keine schlechte Idee, weil hey, das hilft immer. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal und viertens.